Moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 2 mit mir, dem Sebastian, und mit Vito Scaletta, der jetzt neuerdings seit dem letzten Part Mitglied in der Mafia-Familie ist. Ja, wir haben im letzten Part, was haben wir gemacht? Das war dieser riesen langen Bombenpart. Ich glaube, der ging über eine Stunde sogar. Und ja, was haben wir da alles gemacht? Wir haben, gute Frage, was wir alles gemacht haben. Weiß ich ja selber nicht mehr genau. Auf jeden Fall wurden wir in die Familie aufgenommen. Und da können wir uns jetzt ganz viel leisten. Wir haben so eine geile Villa hier. Die übrigens sehr cool aussieht. Einen schönen Ausblick haben. Und das Telefon klingelt. Dann gehen wir am besten dran. Alter, was ist das für eine geile... Alter, was ist das für ein geiles Haus? Boah. Das sieht ja lustig aus. Was ist hier? Mach auf. Mach die Tür auf. Oh, sogar mit Holzsitz. Ohoho, das ist ja mal was. Und, was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Da jetzt ja, Moment, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wann dieser Part jetzt rauskommt. Ich habe jetzt gerade so den Überblick über unseren Uploadplan verloren, aber entweder ist jetzt Outlast schon angefangen, also das neue Let's Play von Justus mit Facecam übrigens auch. Entweder ist es gerade schon angefangen oder noch nicht. Und da Justus dann ja auch noch ein Let's Play hat und da ich dann ja am 10. mit Amnesia 2 anfange, ist unser Uploadplan ziemlich voll. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, machst du einfach mal etwas längere Parts, weil sonst wirst du gar nicht mehr mit dem Spiel fertig und dann müssen wir irgendwann an einem Tag 4 Videos oder so raushauen. Nur damit hier nicht alle Projekte noch über die nächsten 5 Jahre gehen oder so. Gut, genug geredet. Also ab jetzt werden die Parts höchstwahrscheinlich ein bisschen länger sein. So, dann gehen wir mal ins Telefon dran. Hallo? Hey Vito, ich bin's, Eddie. Na Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Ja, okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut, ich bin gleich da. Gut, ich bin gleich da. Triff dich sofort mit Eddie bei Joe. Das hört sich ja schon mal sehr mysteriös an. Oh, Toilettenspieler benutzen. Oh yeah. Ich kann sogar die Toilettenspieler benutzen. Kann ich das Licht ausmachen? Das ist aber ein Lichtschalter. Ich will das Licht ausmachen. Das geht nicht, das ist ja langweilig. Versteht ihr? Rebase Best Beer. Ah, The Base Best Beer. Ach so. Was kann ich hier noch alles so machen? Ich kann da noch eine Tür öffnen. Was ist denn hier? Noch ein Bad. Mit alter Vater. Was habe ich mir hier für ein Haus geholt? Respekt. Ja gut, erstmal muss ich mir irgendwas anziehen. Weil so gehe ich mit Sicherheit nicht nach draußen. Und ich glaube, dass hier mein Kleiderschrank ist. Ja. Was ziehe ich denn an? Ein Freizeitanzug? Nee, ich ziehe das beste Hemd ever an. Ich bin zwar in der Familie drin, also sollte man vielleicht eigentlich mit Anzug rumlaufen, aber scheiß drauf. Das sieht einfach auch mega nice aus. Oh, ich finde das voll lustig. Ja gut, okay. Jetzt habe ich erstmal genug geschwärmt. Wow. Also, das ist ja eine Schickimicki-Gegend hier, kann das? Und von außen sieht mein Haus gerade auch nicht schlecht aus. Wow, mit dem besten Wagen ever. Warte mal, ist das der Wagen, den ich mir geschnorrt habe und dann aufgetunt habe? Ja, das ist er sogar. Oh, cool. Jetzt kann ich endlich mal vernünftig mit dem fahren. Weil wir haben ja bis jetzt nur immer so mit Tempobegrenzung so ein Zeugs gemacht. Oh mein Gott, geht der ab. Alter Verwalter. Oh, warte, hinter mir ist Polizei. Das ist etwas uncool. Wenn hinter mir die Polizei ist. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Wieso muss ich ständig Unfälle bauen? Ja, weißt du was? Dann fahre ich jetzt halt mal schneller. Weil jetzt kriegt er mich ganz sicher nicht mehr. Du kriegst mich doch eh nicht, Polizei. Wagen. Oh mein Gott, ich komme mit Schleudern. Die sind so langsam. Das ist easy going. Oh mein Gott, ich fliege. Okay. Ach, leck mich, du Scheiß, Kapitel 10. Ah. Alter, nein. Das habe ich jetzt ja total verpennt, dass man, wenn man, je schneller man fährt, desto schwieriger kann man natürlich auch lenken. Ah. Ja, das tut mir echt leid. Das habe ich leicht verhauen. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich bin nur gestorben. Also, nichts Schlimmes.
Hallo? Hallo. Hey Vito, ich bin's Eddie. Hey Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut, ich bin gleich da. So, dann zieh dir jetzt mal schnell was über. Boah, das war so fail. Erstmal werde ich wieder von der scheiß Polizei erwischt, ja. Nur weil ich ein anderes Auto gerammt habe, ganz ehrlich. Ich habe über dieses Spiel, glaube ich, noch gar nicht gemeckert. Jetzt muss ich mal meckern. Die Polizei ist einfach nur scheiße umgesetzt. Das ist zwar vielleicht realistisch und so, klar, keine Frage. Aber es hätte man mit Sicherheit auch anders umsetzen können. Aber so muss ich ehrlich sagen, das geht mir ziemlich auf den Piss. Mit der Polizei, die immer mal zu meckern hat und dann... Siehst du, jetzt habe ich den da und jetzt ist wieder Fahrerflucht. Siehst du, das ist sofort. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Wieso ist das Spiel so scheiße gemacht worden? Ich habe nichts gegen realistische Spiele. Kein bisschen. Ja? Aber irgendwann reicht es auch mit der Realität, wirklich. Irgendwann denke ich mir auch, weißt du, man kann es doch übertreiben. Echt. So. Jetzt fahren wir schon wieder viel zu schnell. Alter, das ist alles so knapp. Naja. Es kommt davon, wenn man so ein schnelles Auto hat. Dann fährt man automatisch zu schnell. Bitte nicht schon wieder Fahrerflucht. Ich meine, das ist ja mega geil, so ein schickes Auto zu haben. Ja, und vor allem so ein schnelles Auto. Das ist echt ein Monster schnell. Aber die Polizei, die geht dabei echt richtig auf den Piss. Siehst du, und die Autofahrer, die immer abbiegen wollen. Geh weg. Das ist meine Straße, du hast nichts zu suchen. Nein. Habt ihr gerade gesehen, wie der den Passanten weggeschoben hat? Das sah ziemlich lustig aus. Okay, jetzt sind wir hier nach 7,5 Minuten Aufnahme endlich an unserem ersten Missionsziel angekommen. Das ist natürlich einfach nur awesome. Naja. Dann parken wir das Ding hier mal. Ich hab schon wieder Atem im Hals. Naja. So, und guck mal, was Joe für uns hat. Oder Joey, oder ich weiß nicht. Weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Ist der jetzt hier? Nee. Ein oder da? Warte mal eben. Nee, ich muss einen nach oben. Da? Nö. Also, ich muss mindestens einen nach oben. Ich bin mir jetzt nur echt nicht sicher. Wohnt der jetzt hier? Ja, okay. Und ich mit dem Baseballschläger. Die haben sich vor Angst fast in die Hose morgen, geschissen. Jungs. Hey, Vito, guten Morgen. Marty, was machst du denn hier? Joe meint, ihr braucht Hilfe. Und weil ich es den Ian voll gezeigt habe, will er mich mitnehmen. Er will dich mitnehmen? Wohin soll's denn gehen? Die warten schon auf dich. Also, wir reden später drüber. Mein Kumpel Vito. Morgen, Mr. Falcone. Hallo, Vito. Nimm Platz. Jungs. Also, was gibt's? Du hast uns Luca vom Hals geschafft. Gut gemacht. Dank dir wissen wir, dass Clemente hinter dem Angriff auf unsere Jungs steckt. Bisher konnten wir nie gegen ihn vorgehen. Aber jetzt ist er fällig. Er hat Leute von uns gefoltert und das bedeutet Krieg. Alles, was wir jetzt unternehmen, kann ich vor der Kommission rechtfertigen. Alberto weiß das. Er wird deshalb versuchen, uns zuerst anzugreifen. Das heißt, dass wir uns um Clemente kümmern. Ganz genau. Zufällig hat er für heute ein großes Treffen im Hotel Empire Arms anberaumt. Das ist die Chance, ihn und seine besten Männer endgültig loszuwerden. Na klar, wir marschieren da einfach rein und legen am helllichten Tag im nobelsten Hotel der Stadt ein paar Dutzend schwer bewaffnete Typen um. Keine Sorge, ich hab einen Plan. Scheiße! Joe, nimm sofort dieses Ding weg! Ganz ruhig, Eddie. Sie kann nicht hochgehen. Erst wenn ich hier drauf drücke... Lass das um Himmels Willen, nimm das weg! Ist ja schon gut. Mach dir nicht gleich in die Hose. Hey, Leute. Wir marschieren da rein und jagen gleich den ganzen Schuppen in die Luft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Panik. So viel Wumms hat das Baby nicht. Da geht nicht gleich die komplette Hütte drauf. Aber jeder, der sich in dem Zimmer aufhält, wird zu Konfetti. Wie wissen wir, wann das Ding hochgehen muss? Wir stehen auf einer Fensterputzerplattform und sehen uns ganz gemütlich die Explosion an. Na, das kann ja heiter werden. Okay, Jungs. Ich zähle auf euch.
Naja. Wenn alles glatt läuft, gibt's eine hübsche Prämie. Ruf da an, wenn alles vorbei ist. Oh, übrigens, die Bar bleibt heute geschlossen, falls Clementi was plant. Tja, viel Glück, Jungs. Was ist mit dem Kleinen da draußen? Du meinst Marty? Er gehört nicht zur Organisation, deshalb muss er vor der Tür warten. Ich meine, was hat er hier zu suchen? Du stellst Fragen. Marty kommt mit uns, weil wir einen brauchen, der uns fährt und der uns den Rücken frei hält. Was hast du gegen ihn? Er ist ein anständiger Kerl, ich kenne ihn ewig, außerdem hat er mir den Arsch gerettet. Aber diesmal haben wir es nicht mit besoffenen Iren zu tun, sondern mit der mächtigsten Familie der Stadt und du schleppst diesen Grünschnabel an. Wie alt warst du, als du mit der Scheiße angefangen hast? Du redest wie ein kompletter Spießer. Hör zu, er wartet im Wagen und gibt auf Befehl Gas, das ist alles. Er weiß nicht mal, was wir im Hotel vorhaben. Und er fährt wie der Teufel. Genauso jemand brauchen wir für den Job. Okay, wenn's sein muss. Aber trotzdem, irgendwie gefällt mir die Sache nicht. Ich finde den aber auch ganz cool. Also ich habe auch nichts gegen. Wie heißt er noch? Marty oder so? Der ist voll lustig, der Typ. Ich mag den voll. Na, Marty? Hey, Joe. Sag mal, was ist denn das für ein Job? Einer, bei dem du nicht alles wissen musst. Du fährst uns nur hin und zurück, kapisch? Oh, okay. Aber wenn's nötig wird, ich hab meine Knarre immer dabei. Du sagst ja, Billy the Kid, die brauchen wir nicht. Gehen wir. Wie der sich freut. Boah, ich hab immer noch was im Hals. Das kann doch nicht wahr sein. So, ich glaube, jetzt ist... Nein, jetzt ist noch schlimmer. Ah, ich trinke mal eben kurz was. Nee, trinke ich nicht. Nee, ich warte, bis irgendeine Zwischensequenz kommt. Dann trinke ich was. Na, was los? Joey? Was los, Marty? Ach, ich muss vorgehen? Er sagt das doch. Ah, super, dann porten die sich einfach nach draußen, alles klar. Dann schnapp ich mir... Okay, ich fahre. Oh, es passt nicht alle in das Fahrzeug. Ja, okay, Tatsache. Da hast du recht. Jetzt muss ich den Schrottwagen hier nehmen, das ist ja voll uncool. Aber fahr ihn nicht gleich zu Schrott, das ist unser Fluchtwagen. Ach, als ob ich Wagen zu Schrott fahren würde. Ich kann Auto fahren wie ein junger Gott. Oh Mann, ich glaube, der Wagen wird innerhalb der nächsten 10 Minuten kaputt sein. Außerdem naja. Vertragen sich Sprengstoff und Verkehrsunfälle nicht besonders gut. Sprengstoff? Was zum Teufel soll das? Wenn das Ding losgeht, sind wir Konfetti. Ja, Upsala. Für ein kleines Feuerwerk. Aber vergiss es wieder. Wir müssen zum Empire Arms Hotel. Park in der Tiefgarage. Nimm den Hintereingang. Naja, dann gucken wir mal, dass wir schnell... Oh mein Gott. Oh, bist du farbenblind? Oh. Ja, am Arsch war die rot, die war grün, das habe ich genau gesehen. Upsala, sorry. Die Ratte hat's verdient. Die hat's gar nicht verdient. Naja. So, ich glaube jetzt... Jetzt sagt schon, Jungs, was läuft in dem Hotel da? Rückt raus mit der Sprache. Das willst du, ein Buch schreiben? Ich habe dir gesagt, was du wissen musst. Hey, ich bin nur neugierig. Diese ganze Geheimniskrämerei... Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt, desto besser für dich. Wenn du uns weiter Löcher in den Bauch fragst, sehe ich mich in Zukunft nach einem anderen Fahrer um. Schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich habe verstanden. Ich stelle jetzt mal eine Theorie auf. Ihr wollt das Hotel in die Luft jagen, stimmt's? Marty! Okay, entschuldige. Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Großes Ehrenwort. Allergroßes Endwort. Also ich stelle jetzt mal die Theorie auf, bevor die jetzt noch was sagen, dass der Marty irgendeiner von den Gegnern ist. Irgendein Spion oder sowas. Glaube ich. Das habe ich irgendwie so im Gefühl. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie... Upsala, Entschuldigung. Das ist das Hotel. Hinten ist deine Garage. Hat der mich da gerade Arsch genannt, der da hinten? Den ich gerade fast überfahren habe? Mann. Das geht aber nicht klar hier. Oh mein Gott, das sind die enge Kurven. Ah. So. Park da und lass alle knarren hier. Nicht, dass du uns Clementis Leute filzen und wir auffliegen. Oh, okay. Ich habe eingeparkt. So die ganzen... Okay, Ito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe.
Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet, das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Guck mal, wie aufgeregt er ist. Oh, ist der cool. Okay, kleiner Soundbug. Und dann machen wir da oben mal so richtig klingt sauber. Achso. Du hast dir echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Halt den Ball flach. Sprichst du mit dir selbst? Oh, der Marty ist so cool. Du bleibst hier. Ah, nie darf ich mit. Oh. Finde die Uniform der Putzkolonne. Ja, natürlich. Ach, scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Versuch's. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Ja, dann nehme ich einen anderen Weg, aber ich muss mal eben kurz... Ach schon, du Idiot. Ja, bleib doch mal ruhig, Junge. Ich muss mir wirklich mal eben kurz vernünftig was trinken. Bis gleich. Diesen so. Arsch mache ich fertig, das schwöre ich dir. Ja, danke fürs Reinreden. Ja, ich bin nicht mehr ganz so heiser wie eben. Und dann suchen wir jetzt mal einen anderen Weg, den wir reinkommen. Aber ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass hier ein Weg rein wäre, aber... Ne. Nix da. Dann gucken wir uns mal um. Vielleicht ist da ja eine Tür. Oh, da ist eine Tür. Hallihallo, lieber Freund. Wer seid ihr denn? Ich muss da mal kurz rein. Hey. Hast du Ting Lao gesehen? Verzeihung, ja. Sind Sie ein Hotelgast? Ja, bin ich. Hallo? Hallo? Ich muss die Tür mal eben öffnen. Hallo? Du brauchst eine Putzuniform, um dich durch das Hotel zu schleichen. Ja, aber ich muss doch erstmal Dingens hier öffnen. Nein? Nein? Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Ja. Noch eine Minute, du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, Was soll's? Verschwinden wir von hier. Ja. Siehst du? Läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Jawohl, Ski, wir ziehen uns um. Hey, wir schließen aber zuerst die Tür. So, wir möchten ja unter uns sein, während wir uns umziehen. Arr. Vito, Moment. Hier, kleb dir das Ding an. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu's. Das sieht so lustig aus. Na toll. Oh Mann, ey. Jetzt hat Vito so einen geilen Schnauzer. Oh ja. Das sieht ja lustig aus. Hey, ihr zwei. Hier rüber. Wischt die Schweinerei weg, ihr Idioten. Was denn für eine Schweinerei? Die Sauerei beseitigt. Mach die Schweinerei weg, sonst bricht sich noch jemand den Hals. Na los, Bewegung. Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. Hey, Richie, komm mit. Boah, ist das ein Assi. Ist das ein Wichser? Das war Henry. Ja. Boah. Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Ja, sofort. Oh cool, wir haben so einen Eimer. Einen leeren Eimer, das ist ja langweilig. Muss ich jetzt noch irgendwas drücken? Ja, okay. Ich habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Naja. Wurde auch Zeit. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Und keine Fragen, was das ist,
oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach weg. Wird wahrscheinlich gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn ich alles blitzblank ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass es Blut ist oder so. Wischt alles blitzblank und verpisst euch dann wieder. Ja klar, können wir machen. Aber dieser Henry eben, das war doch der Typ, der angeschossen wurde. Kann das? Und den wir dann zu irgendeinem Doc gebracht haben. Naja, der war eigentlich ganz sympathisch. Also. Bitte, sonst fühle ich mich schlecht. Nein. Das wird die romantischste Nacht. Pass auf, dass dich Clemens Leute nicht... Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Ach, die Unordnung, dann ja. Mit, ihr zwei. Ja, klar, gerne. Wir machen gerne Blut weg. Einer der Jungs, die vorhin hier waren, ist gestolpert und hingefallen. Ach so, klar. Der Arm ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Ach jetzt so. Jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Tja, das war... Ein paar Mal ist er mit dem Kopf aufgeschlagen, alles klar. Verfluchte Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Hilft Joe, ein Loch ins Fenster zu schneiden? Ja, klar machen wir das. Ja, hilf mir mal. Aber die Aussicht ist schon schön. Scheiße. Verdammt. Der Gelbe. Plus zu Plus. Der Rote zu Minuspol. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Okay, was müssen wir jetzt machen? Achso, wir müssen den Fleck wegschuppen. Streng dich an. Das machen wir natürlich gerne. Du hast einen Fleck übersehen. Ja, dann macht man schön sauber, Jungs. Oh, das ging jetzt aber schnell, du. Das ist ja cool. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Folge Joey aufs Dach. Ja, das können wir gerne machen. Aber warte, da ist okay. Einer. Und jetzt aufs Dach. Da ist irgendwo einer von Clementes Leuten. Ehrlich? Ja, aber klappt nicht immer. Wieso? Okay. Glaubst du, ich hab mir 30 cm. Ja, gut. Ich hab nicht mit dir gesprochen. Du glotzt mich an, stellst blöde Fragen und ich soll nicht antworten? Nee, du sollst nicht antworten, Freundchen. Das ist Clementi. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja, klar. Und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Ja, mal gucken, ob das was wird, der Plan. Ich hab da irgendwie verdammt. So meine Bedenken. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Ja, Joe, soll ich müssen... dich tragen? Oh nein. Nein, 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 nein. Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazinen. Hast du das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Vollidioten! Habt ihr ein Problem? Was gibt's denn da zu glotzen? Macht einen Abgang, sonst komme ich runter und gebe euch was aufs Maul! Clementis, Mann! Schnell! Wir müssen hier weg. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Finde die Plattform zum Putzen der Hotelfenster. Na super, bedeutet, wir müssen jetzt raus und uns den Weg freischießen. Na toll. Und ich höre gerade im Hintergrund, da hört ihr unsere schöne Kirchenglocke. Naja, okay. Dann treten wir mal die Tür auf. Und machen die mal kaputt. Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Okay. Okay. Das ist alles? Dann kriegt ihr was. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. So, wo bist du? Da bist du. Lass dir was einfallen. Zeig mir dein Köpfchen. Wo bist du denn? Lol, da ist ja auch noch jemand.
Gib mir Deckung, Vito. Da sind noch drei, what the fuck? Bin wieder da. Nicht schlecht, was? Also mit drei Leuten? Da ist nur einer. Da oben ist einer. Gib mir Deckung. Da oben ist einer. Ja, okay. Jetzt hat Vito mir hier, Joe mir voll den Kill geklaut. Das finde ich voll nicht gerecht. Guck mal, da ist noch irgendwo einer. Den machen wir doch eben kaputt. Oh mein Gott, nein. Das ist uncool. Der hat eine vollautomatische Waffe. Wieso treffen wir den nicht? Mehr kannst du nicht? Nee, gerade treffen wir. Los jetzt! Zack, zack! Ahaha, durch den kleinen Schlitz da. Ah, bin ich böse. Einer läuft da noch rum. Vorsicht, ja, okay. Das ist vielleicht noch mehr von der Sorte. Was sagt bloß, die Polizei ist schon auf dem Weg, oder wie? Naja. Gib mir Deckung! Alter. Hast du Schiss, Arschloch? Das ist alles? Dann füg dir was. So, zeig dich. Jawohl. Also viel Leben haben wir nicht mehr. Ach, wir müssen dahin? Ja, dann laufen wir mal dahin. Kannst du auch ein bisschen schneller laufen, Vito? Du bist so langsam auf dem Bein. Vorsicht, der hat eine Knarre. Wer hat eine Knarre? Oh mein Gott. Du bist lange tot! Das ist alles? Dann blüht dir was. Warte, wo ist denn noch jemand? Los jetzt! Zack, zack! Alter, ich bin sofort tot. Nicht schlecht, was? Ich bin sofort tot. Alter Verwalter, okay. So, der ist auch mausetot. Okay, das hätten wir. Ja, das... Hat keiner gehört. Nein! Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterputzerplattform. Naja, also, dass uns jemand gesehen hat, das bezweifle ich. Was ist denn? Ist das eine Thompson? Das Maschinengewehr, ne? Ja. Oh, guck mal, was wir haben. Ich habe ein Maschinengewehr. Da hinten müsste noch Muni dafür sein. Die hole ich mir mal eben ab. Weil, wenn man so einen Thompson dabei hat. Jawohl, Munition. So eine Thompson, die kann nicht schaden. Wer weiß, was noch so alles auf uns zukommt. So, dann machen wir es mal hier. Komm, ab geht's nach unten. Hallo, ich will nach unten. Guck mal, das ist noch ein... Ah, ein Magazin. Oh lala, wieder Playboy. Ja, warte jetzt. Was willst du von mir? Soll ich da drauf drücken oder was? Oh. Das kann man ja auch nicht wissen. Dass ich da drauf drücken muss. Warum holt ihr mich hoch? Ich bin mit der Etage noch nicht... Oh, Scheiße. Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Nee, dem möchten wir auch nichts tun. Der scheint ganz nett zu sein. Hier ist Klebeband. Fessle ihn. Oh, jetzt müssen wir den noch fesseln. Du hast Glück. Alle anderen hat's erwischt. Ja, jetzt gehen wir da erstmal drauf. Alter, jetzt mach doch nicht so lange hier. So. Okay, rauf mit dir. An die Arbeit. An die Arbeit. Senk die Plattform ab, um die Bombe scharf zu machen. Verhalte dich unauffällig. Wie sollen wir uns denn auffällig verhalten? Hey, wie viel Draht hast du? Genug. Und wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit. Das will ich hoffen. Wenn es uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Oh lala. Oh, guck mal, die schlägt den erstmal. Ist das der Besprechungsraum? Ja, ne? Okay, das ist das richtige Stockwerk. Benutze den Wischer, um deine Rolle zu spielen. Und fang an, die Fenster zu putzen, damit wir nicht auffallen. Ich verbinde die Drähte. Das mache ich natürlich gerne. Dann machen wir mal sauber hier. Verbinde du mal die Drähte hier.
Okay, geschafft. Jetzt fahren Sie ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Ah, das geht ja wie geschmiert. Na also. Und was, wenn uns die Explosion erwischt? Da habe ich wirklich ein bisschen Schiss vor, muss ich ehrlich sagen. Diese Arschlöcher merken sich. Ah, oh, toll, ey. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen, ja? Ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie Hirnamputiert. Haha, wie Hirnamputiert? Das ist ja auch lustig. Verdammt! Scheiße! Was war das? Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepisst. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Oh, scheiße! Der Wichser lebt! Das ist scheiße. Ihr Arschlöcher! Ach, scheiße, bitte, Clementi darf nicht entkommen! Ne, Clementi darf nicht entkommen, den müssen wir erstmal jagen. Mann, die haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Da ist irgendwo noch ein Gegner, wird hier angezeigt. Da? Ja, der... Ne, den töte ich nicht. Der ist ja wehrlos. Also wehrlose töte ich nicht. Ich hab nichts getan! Nein! Früher oder später krieg ich dich. Gib mir Deckung, Vito. Achtung! Ich will den Gas hin. Wer kann? Lass den Kerl hin. Es ist los! Oh, Vorsicht! Das ist erste Kerl. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Oh, lalalala. Los jetzt! Zack, zack! Also das Zerstören der Glaswände, das sieht richtig geil aus. Ich bin der Beck. So viel Schmerz und so wenig Zeit. So. Schluss mit lustig hier. Jetzt nehmen wir wieder die Pistole. Oh, da kommen jetzt schon wieder welche. Nimm die andere Tür, Vito. Ich übernehme die rechte Seite. Soll ich dann die linke nehmen? Alles klar. Lol. Fahr zur Hölle, du Arsch. Da sind wir uns wieder. Lol. Da habe ich mächtig aufs Maul bekommen. Du bist mausetot! Alter, da habe ich echt mächtig aufs Maul bekommen. Gib mir Deckung, Vito. Ja, ich geb dir Deckung, mach ich. Keine das Sorge. Ist alles? Dann blüht dir was. Kommen die jetzt von da? Oder wo sollen wir denn jetzt hin? Ich laufe einfach mal vor. Oh, da steht einer. Verdammt! Molotow! Hier lang, Vito. Da kommst du nicht durch. Ah, super. Ah, scheiße, die Sprinkleranlage ist angegangen. Echt? Ich dachte, das regnet. Hast du das bei Milli klug, Scheiße? Ich kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen. Warte, der hatte doch gerade Muni. Na super. Scheiße, da kommen noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher, ich warte auf euch. 3, 2. Hey, was ist denn hier los? Oh. Schwer ablegen. Gegen dich haben wir nicht. Wie die wegläuft. Jetzt kommen die wahrscheinlich da raus. Ja, oder auch nicht. Und wie kriegst du das mal eine größere Bombe mit? Ey, verdammte Scheiße, woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Wäre die Bombe früher hochgegangen, hätte sie ihn erwischt. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Ja, wäre die Bombe früher hochgegangen, dann hätte es uns auch erwischt. Naja. So, dann soll das Ding hier mal schneller gehen. Ah, guck mal, eine Schotti. Verflucht! Noch einer! Auf dem Steg! Du bist mausetot! Das ist alles? Dann blüht dir was! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! So. Pass auf! Da easy oben. Going hier. Das ist alles? Ich möchte die Muni aufsammeln. Dann blüht dir was! Das muss ich alles. Komm, Joey, regel das mal. Oh, das sind Stairs.
Ah, warte mal, hier gibt es mit Sicherheit noch irgendwas zum... Oh, guck mal, ein Playboy. Ja, die sieht nicht schlecht aus. Okay. So, muss ich jetzt hier weiter aufräumen, oder was sagst du? Ich möchte dich zum Feind haben. Oh, die sind beide schon kaputt. Das ging jetzt doch schnell. Es sei denn, da oben kommen noch welche raus oder so. Aber anscheinend nicht. Oh ja, oh ja. Ich bin der Beste. Hast du Schiss, Arschloch? Los jetzt, zack, zack. So, zeig dich. Ja, okay. Ich glaube, das müsste alles gewesen sein. Jetzt sammeln wir erstmal ein bisschen Muni auf. Ein bisschen Muni, ein bisschen Muni. Ich will Muni. Gib mir Muni. Oh, scheiße. Es tut wie doch. Joe, glücklich. Du kannst nichts mehr für ihn tun. Das ist scheiße. Schnappen wir uns Clementi. Fahr los. Das Arschloch leg ich um. Okay, verdammt. Das ist scheiße. Oh nein, das ist richtig scheiße. Ihr meint, das war's. Irrtum, ihr Wichser. Gib mir Deckung, die bisschen Zeug. Wenn sie sich trennen, folgst du auf jeden Fall Clementi. Nicht dem anderen Kerl. Du bist hier, und du deine Knarre rein. Was denn sonst? Bleib du an Clementi. Er ist in der schwarzen Limousine. Ich hab selber Augen im Kopf. Und der Wagen fährt sich ja richtig beschissen. Ohne Mist. Der ist richtig scheiße, der Wagen. Oh, verdammt. Das war, du wurdest getötet, ja. Und Joe geht's natürlich noch super top, ja klar. Ihr meint, das war's. Irrtum, ihr Wichser. Irrtum, ihr Wichser. Boah, ich komme mit dem Wagen voll nicht zurecht. Folgst du auf jeden Fall Clement? Mit den anderen. Überlass das mir. Halt du deine Knarre bereit. Was denn sonst? Bleib du im Clement. Er ist in der schwarzen Limousine. Ja, ich hab klar. Selber Augen im Kopf. Ein Hit. Gut gemacht. Der nächste ist Clement. Du bist blau! Drück auf die Tube, Vito! Oh, ich versuch's ja! Ja. Genau, Vito, drück mal auf die Tube! Warte, jetzt gleich fährt er wieder links, ne? Der ist aber viel schneller als wir! Das ist voll unmöglich, den schneller. Zug. Ja, nix schneller. Gleich biegt er wieder ab, dann bin ich dann fällig. Ich bin der Beste. Ja, sicher bist du der Beste. Dann mach den nochmal kaputt und lad nicht nach. Mach den kaputt. So, also jetzt machen wir den kaputt hier. Gib mir Deckung. Der ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Ach so. Ah, okay, jetzt ist er tot. Alles klar. Das ist für Marty. Jetzt ist er hinüber. Ja, der ist hinüber, auf jeden Fall. Komm mir zu mir. Ja, der ist hinüber. Willst du ein Bier? Was für eine Scheiße. Hä? Gib mir Eddys Nummer, ich ruf ihn an. Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt. Wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen. Bauernopfer. Auch ja? War das Wichtigste was? Ist erledigt. Bauernopfer? Beruhig das dich. Ist mein Freund, von dem du da redest. Verdammt nochmal! Hey, Joe, mich brauchst du nicht anzubrüllen. Sachte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen, mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Dem ist das scheißegal! Oh, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt den Gang runter. Mir tut's auch leid, mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören.
klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Oh, das ist echt scheiße, ey. Das ist richtig scheiße. Ach ja, das tut mir echt leid. Aber, naja. Na gut, naja, jetzt, ja, ich bin leider gerade auch ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte echt ohne Mist gedacht, dass das irgendwie wirklich ein Spion wäre oder sowas und jetzt ist er tot und der war wirklich gut. Ach Mann, ey. Naja, na gut, jetzt muss ich leider mit dem traurigen Ereignis muss ich diesen Part jetzt beenden. Ja, okay, ja, ich, ja, okay, dann, na gut. Ja, mir fehlen gerade auch so ein bisschen die Worte. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder oder in einem anderen Video. Bis dahin, macht's gut, euch noch einen schönen Tag und man sieht sich dann. Ciao, ciao.